Ich wünsche der Fraktion alles Gute zum 25-jährigen Jubiläum. Alles Gute und für die nächsten 25 Jahre genauso viel Glück. 1990, als wir das erste Mal eingezogen sind hier in den Landtag in Nordrhein-Westfalen, da haben wir mal gerade 5,0% gehabt. Also ganz, ganz knapp. Ich wurde Sprecherin der Fraktion, sowas wie jetzt Fraktionsvorsitzender. Aber ich hatte einen gleichberechtigten Partner, Michael Vesper. Also die Strukturen waren noch sehr unklar. Wir sind mit sehr viel Blumen und großem Tamtam hier in den Landtag eingezogen mit unseren 5,0%, mit 12 Abgeordneten. Und das nächste Mal, 1995, hatten wir dann schon 10% und 24 Abgeordnete. Und da ist eigentlich ganz interessant, was auf den hinteren Plätzen passiert ist. Nämlich der 24., der gerade noch in den Landtag eingerutscht ist, der kam aus Siegen, ein junger Abgeordneter. Wie hieß er wohl? Johannes Remmel. Und Nummer 25, die hatte ich noch gebeten, Mensch, kandidier doch bitte, auch wenn das eigentlich ein aussichtsloser Platz ist. Ja, ich wurde Ministerin, gab mein Mandat ab. Nummer 25 kam in den Landtag rein. Wer war das? Silvia Löhrmann. Also zwei ganz, ganz wichtige Abgeordnete. Und wir sehen, auch auf hinteren Listenplätzen ist ganz, ganz viel Potenzial. Alles Gute für euch. Liebe Grüne, Gratulation zum 25. parlamentarischen Geburtstag. 1990 war der Einzug ins Parlament. NRW ist seitdem grüner geworden. Aufbruch zu mehr Nachhaltigkeit und Sensibilität heute eine Selbstverständlichkeit. Damals gab es noch massive Widerstände. Hier wurde beharrlich weitergearbeitet und da liegt ein großer Verdienst der Grünen. Und hier bewahrheitet sich auch der Satz von Max Weber, Politik ist das Bohren dicker Bretter. Aus der turbulenten Anfangszeit sind inzwischen 25 Jahre geworden. 15 davon habe ich aus nächster Nähe miterlebt. Und die hatten es in sich. Das gilt vor allem für die Jahre ab 2010 mit unserer Minderheitsregierung. Ein Experiment, von dem man damals nicht wusste, was daraus werden würde. Wir haben es erfolgreich gemeinsam gemeistert. Keine 3 Monate hat man uns damals gegeben, aber wir haben es 2 Jahre lang hinbekommen. Und zwar nicht mit Basta-Politik. Ein guter, respektvoller Umgangsstil, Geschlossenheit, der kurze Draht, wenn es mal schwierig wird. Das zeichnet unser gemeinsames Wirken bis heute aus. Vieles haben wir gemeinsam erfolgreich auf den Weg gebracht. Schulkonsens, Inklusion, Energiewende, Sanierung, Landeshaushalt. Alles das ging nur mit Vertrauen und Verlässlichkeit. Und wenn ich mir eins wünschen darf, so soll es auch weitergehen. Bis 2017, aber auch darüber hinaus. Doch jetzt gratuliere ich erstmal ganz besonders herzlich und wünsche Ihnen und euch eine wunderbare Geburtstagsfeier. Alles Gute. Ich wünsche euch allen, den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und den Abgeordneten alles, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch zum 25-Jährigen, das ist eine tolle Zahl. Aber vor allen Dingen wünsche ich euch, dass ihr die Leidenschaft für die Themen beibehaltet und die wir seit Anbeginn mitgebracht haben in diesen Landtag und die auch den Menschen rüberbringt. Herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren Grüne im Landtag NRW. Ihr habt in der Vergangenheit bewiesen, ihr könnt das ziemlich gut, auch wenn ihr Opposition seid. Aber ganz ehrlich, uns gefällt richtig gut, wie ihr in Regierungszeiten auch im Parlament eine grüne Stimme, eine klar hörbare Stimme seid. Weiterhin viel Erfolg dabei. Und damit das nach 2017 auch so weitergeht und wir weiter hier auch in Regierungsverantwortung gestalten, freuen wir uns ganz besonders auf die nächsten 2 Jahre, die Vorbereitung des Wahlkampfes. Natürlich frei nach dem Motto, die Partei hat immer recht. Und wenn wir das so machen, wird das bestimmt eine sehr erfolgreiche Zeit und darauf freuen wir uns sehr. Herzlichen Glückwunsch. Liebe Grüne Landtagsfraktion, herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren Arbeit im Landtag. Ja, und wir werden auch die nächsten 25 Jahre gerne euer Bildungspartner sein bei einer grün-alternativen Bildungsarbeit. Und darauf freuen wir uns. Herzlichen Glückwunsch! 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert. Was für eine herrlich lange Zeit, grüne Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, in der Tat, Grüne im Landtag Nordrhein-Westfalen, die sind gar nicht mehr wegzudenken. Und gerade bei einem solch schönen Jubiläum darf man das ohne Wenn und Aber sagen. Und ich will ganz herzlich gratulieren für diese 25 Jahre Parlamentsarbeit. Da ist viel geschehen. Was ist alles geschehen? Und welche Gesetze sind verabschiedet worden? Woran haben die Grünen mitgewirkt? Oder für die Geschichtsschreibung vielleicht irgendwann noch spannender, was haben die Grünen verhindert im Landtag Nordrhein-Westfalen? Ein kurzer Gruß zum Jubiläum ist natürlich nicht der richtige Zeitpunkt und der richtige Anlass, auf 25 Jahre in langer Breite zurückzuschauen. Und deshalb will ich Danke sagen.
Danke für diese 25 Jahre. Danke für spannende, interessante, manchmal sehr turbulente Zeiten. Danke für die Zeit, in der die Fraktion, die Bündnis 90 Die Grünen, in unterschiedlicher Rolle gearbeitet hat. Gestartet als Opposition, 10 Jahre lang regierungstragend, dann wieder Opposition und seit 2010 nun wieder regierungstragende Fraktion. Aber ich will auch Danke sagen für das, was wir persönlich miteinander erlebt haben. Denn eine große Wegstrecke dieser Zeit sind wir ja gemeinsam gegangen. 20 Jahre überblicke ich selbst und ich danke für vertrauensvolle und intensive Zusammenarbeit mit vielen einzelnen Abgeordneten, aber immer mit der ganzen Fraktion. Und ich freue mich auf viele, viele weitere Jahre. Denn dass die Grünen im Landtag bleiben, ich glaube, nach 25 Jahren darf daran gar kein Zweifel bestehen. Alles Gute für die Zukunft. Macht weiter so. Happy Birthday. Herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen Jubiläum der Grünen Landtagsfraktion. Ich freue mich immer, wenn ich mit den Fraktionsmitgliedern zusammen bin. Ich erinnere mich gut daran, dass wir eine tolle Begegnung hier hatten, als wir zum Geburtstag von Rainer Pregging in die Grüne Fraktion hineingekommen sind, den Ruhrkohlechor mit dabei und mir ein herzliches Glück auf entgegengeschallt ist. Also alle guten Wünsche für die nächsten 25 Jahre. Die Grüne Fraktion ist hier überhaupt nicht mehr wegzudenken. 25 Jahre Grüne im Landtag, das ist zunächst ein Anlass zum Gratulieren. Silberjubiläum, etwas ganz Ungewöhnliches, eine lange Zeit. Meine Erfahrungen mit den Grünen waren ja eher im Bundestag und mit Pizza im Sassella in Bonn. Aber auch im Landtag gibt es viele nette Grüne, mit denen man streiten kann, mit denen man auch Gemeinsamkeiten hat. Und wenn mir eines einfällt, wo ich mit den Grünen etwas zusammen bewegt habe, dann sind es die neuen Stühle im Landtag. Denn die grüne parlamentarische Geschäftsführerin Beer war die erste, die mit auf diese Idee des neuen Schienensystems eingestiegen ist. Und es hat dann einige Zeit gedauert, ehe wir auch die anderen Fraktionen überzeugt hatten. Heute genießt es jeder. Das war ein kleines schwarz-grünes Projekt. Hallo vom Lieblingsgegner. Ich wünsche der Grünen Landtagsfraktion zum Silberjubiläum alles Gute. Grüne haben sich in Nordrhein-Westfalen eingesetzt, insbesondere für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, für Verbraucherschutz und auch für soziale Gerechtigkeit. Das sind gute, legitime, wichtige Ziele, auch wenn man im Weg zu diesen Zielen gelegentlich einmal anderer Meinung sein kann. Ich schätze jedenfalls den sportiven Austausch mit der Grünen Landtagsfraktion. Viele engagierte Kollegen, die leidenschaftlich für ihre Überzeugungen streiten. Da macht es Freude, mit ihnen in den Ring zu steigen. Auf die nächsten 25. Alles Gute. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zum 25. Geburtstag. Wir sind uns sicher, auch wir Piraten sind uns sicher, Nordrhein-Westfalen im Besonderen und die Bundesrepublik im Allgemeinen wäre ohne euch nicht so, wie sie heute ist. Und sie wäre wahrscheinlich schlechter. Deshalb vielen Dank für eure politische Arbeit. Es gibt viele Berührungspunkte. Wir sind nicht mit allem einverstanden, was ihr tut, das ist normal. Aber es gibt sehr viele Berührungspunkte und gemeinsam können wir in der Zukunft vielleicht noch was reißen. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.